Hey Jungs, schaut mal, was da eine neue Villa ist. Oh, sag mal. Was steht? Aber Jungs, da hat gar keine Briefmarke drauf. Mega lustig, Tobi. Komm, gib an, ist sowieso für mich. Statt da für Büssi, oder? So, was haben wir da drin? Lieber Büssi. Du bist mir sehr nah, jeden Tag. Aber ich habe noch nicht die Aufmerksamkeit von dir bekommen, die ich mir wünsche. Ich versuche, das täglich zu ändern. Nun auch mit diesem Brief. Alles kribbelt, wenn ich dich sehe. Denn du machst mich unglaublich nervös. Ich glaube, so fühlt sich Verliebtsein an. Ich möchte nur, dass du weißt, dass da jemand ist, der wirklich ernste Gefühle für dich hat. Ellie. Moment, Tosch. So viel zu meinen inneren Werten. Aber kommen wir wieder zu den Äußerlichkeiten. Ich habe die Folge geschaut und habe gedacht, hey, die haben eine neue Kandidatin geschmuggelt. Ich meine, ich habe den Typ gesehen und gedacht... Was? Da bist du denn? Es ist kein neuer Kandidat, es ist einfach der Daniel. Oben ohne. Ja. Apropos, mein neuer Lieblingskandidat ist der Anthony. Und bevor wir bei ihm auch zu oben ohne kommen, jetzt noch schnell eine kleine Lektion für ihn von Marcel. Danke. Danke vielmals. So ein Gentleman, hä? Alte Schule. Und Anthony so, hä? Schule? Was ist das? Ich meine, sonst hätte er nicht so lange überlegen beim griechischen Gott. Sieht aus wie. Wie heißt du schon wieder da? Der griechische. Der griechische Adonis. Adonis. Wie Stechos Kaktus oder Schwanzes Longus? Das kannst du dir aufmachen bei mir. Ich möchte echt noch mehr von dir wissen. Definitiv. Jetzt bin ich auch langsam parat, um mich zu öffnen. Okay, schön. Also ich meine, heute Abend, jetzt oder nie, wird sie meine Lippen schwören und ein bisschen mehr. Wo sieht noch uns heute 10 Jahre? Mit dir verheiratet. Das ist ein guter Mann. Und du, wenn du nicht mit mir verheiratet wärst, wo wärst du denn? Dann wäre ich vor dem Feister oder vor dem Eigentlich möchte ich noch mehr wissen von dort. Noch mehr graben. Frage nur. Jetzt weiss ich, warum das letzte Nacht auch weggekrasen und krachen und geklebt hat. Leck mich. Ja, das war nicht wegen diesen zwei, weil der, der sie zum Höhepunkt gebracht hat, das war eben wieder der andere oben ohne. Oh, das war krass. Oh, leckst du das Geil? Geil! Falls ihr euch fragt, was haben die genau zusammen gemacht? Das hier. Oh Gott, wir haben es echt geschafft. Wir sind gejuckt! Oh mein Gott! Eli, wenn es juckt, solltest du das nächste Mal ein Kondom benutzen. Der Daniel hat dann aber übrigens noch ein zweites Mal geschossen. Das Mal gegen den Babak. Der Babak, den heute hast du ausgelesen. Macht er seine YouTube-Videos? Also von mir aus ist er einfach da, damit er sich gut verkaufen kann, wenn er heimgeht. Dass Babak ausgebildeter Schauspieler ist, wusste Eli eigentlich. Ausgebildeter Schauspieler? Oh, wo spielt denn der? Tatort? Grey's Anatomy, oder? Kim ist niemals etwas zugestoßen, obwohl... Oh, Verdachtsfälle, Mittwochnachmittag, RTL. Wo wir gerade bei den Schauspielern sind. Hätte ich hier ins Follis mitgenommen. Das Follis ist ein Gabaret. Ich möchte da ein bisschen näher bringen, was ich mache. Sie wird gefilmt während dem Sex. Meine Freundin ist in der Branche. So, wem das jetzt immer noch zu wenig Kopfkino ist, für den habe ich jetzt noch einen schönen Zusammenschnitt. Und mit dem verabschiede ich mich auch gerade bis nächste Woche und sage... Adios. Tut mir leid, aber... Ich hab's so will, Gott hat so will und sie hat's. Bye.
mein Gott.